Hey, mein Name ist Robin Blase, auf YouTube bin ich auch bekannt als Rob Bubble und ich bin heute hier in Budapest bei den Euroskills 2018 und begleite für Samsung das deutsche Team. Die Euroskills sind sowas wie die Europameisterschaft der Berufe, auch bekannt als die Skill-Olympiade. Über 500 Teilnehmern aus 28 Ländern treten hier in ihren Fachdisziplinen aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung gegeneinander an. Vom Friseur über den Stuckateur bis hin zum Bau von mobilen Robotern sind hier fast 50 Berufe vertreten. Und wie die Besten der Besten aus Europa ihre Fähigkeiten hier präsentieren, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich heiße Antje Harz, bin 22 Jahre alt und mache den Beruf Maler und Lackierer. Wie lange hast du jetzt daran gearbeitet? 18 Stunden. Was bedeutet die Digitalisierung für deinen Job? Ist Maler sein, ist ja schon ein sehr klassischer Beruf. Ja. Ist das mit dem Internet heutzutage, hat sich da was verändert? Wir machen natürlich, teilweise tun wir auch Laser benutzen, um Sachen auszumessen oder genauso wie Fassaden, da gibt es extra Geräte für. Früher musste man ja erst, also wenn das Gerüst steht, dann muss man das erst ausmessen, weil man jetzt sonst gar nicht drankommt. Das geht jetzt alles. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg bei der Entscheidung. Dankeschön. Mein Name ist Aaron Weißer, ich komme aus dem Schwarzwald, aus Baden-Württemberg, ein richtiger Schwabe sozusagen. Mein Beruf, den ich erlernt habe, ist Steinmetz. Würdest du jungen Menschen deine Ausbildung empfehlen? Ich sag mal so, Steinmetz ist der älteste Beruf der Welt. Der ist vielfältig, wenn man an die Ägypter denkt, wenn man an den Kölner Dom denkt, die Baute stehen heute noch. Ich bin Hubert Rohmer, ich bin Geschäftsführer von WorldSkills Germany und ich bin auch der offizielle Delegierte von WorldSkills Germany. Das bedeutet, ich vertrete Deutschland in der Welt. Was genau macht denn WorldSkills Germany? WorldSkills Germany ist im Prinzip die Weltmeisterschaft der Berufe auf nationaler Ebene. Also wir kümmern uns darum, dass berufliche Wettbewerbe stattfinden auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene, sprich in Europa und in der Welt. Was bedeutet die Kooperation mit Samsung für WorldSkills Germany? Sehr viel, wenn man jetzt einfach mal überlegt, dass die letzten Tage hier auch immer der Begriff analoges Handwerk zum digitalen Handwerk herumgeistert, wenn ich das so sagen darf, dann kann man schon sagen, die Welt ist im Umbruch und sie ist sehr stark im Umbruch. Wir sind überall auf dem Sprung, auf dem Quantensprung in die Zukunft hinein und Samsung hilft uns mit seinen Devices, aber auch mit den unterstützenden Maßnahmen im Hintergrund für die Skills, dass wir diesen Sprung schaffen, dass wir miteinander interagieren können und dass wir die Menschen auch ein Stück weit heranführen können an diese digitale Kommunikation. Es ist unglaublich, wie viel Kreativität hier gezeigt wird. Es geht nicht nur darum, einer der Besten in seiner Fähigkeit zu sein und ganz schnell sowas umzusetzen, sondern auch darum, sich kreativ hier zu entfalten. Und dann kommt sowas hierbei raus, wenn man zu einem der Besten im Landschaftsgärtnern in Europa gehört. Unglaublich einfach. Mein Name ist Elisabeth Hölscher, ich bin 19 Jahre alt und ich bin in der Ausbildung zur generalistischen Pflegefachkraft für Gesundheits- und Krankenpflege. Das ist mein Schwerpunkt. Im Endeffekt heißt es, ich bin Krankenschwester. Wir haben jetzt hier sehr, sehr viele handwerkliche Industrieberufe gesehen, aber Dienstleistung ist ja auch ein Teil dieses Wettbewerbs. Was genau machst du denn hier und wie wird das bewertet? In der Krankenpflege läuft es so ab, dass wir verschiedene Schauspielszenen haben. Vorher eine kurze Information, wie alt ist der Patient, wie heißt er, was für eine Grunderkrankung hat er. Und müssen dann mit ihm in diesen verschiedenen Settings, das ist einmal die Tagespflege, das ist die ambulante Pflege, also bei Patienten daheim, das Krankenhaus und das Altersheim, müssen mit diesem Patienten interagieren und ihn versorgen. Welche Rolle spielt Digitalisierung in dem Beruf, den du jetzt machst?
Eine sehr große Rolle tatsächlich. Ich arbeite im Krankenhaus primär. Und da jetzt gerade wird eine Station nach der anderen von der handschriftlichen Dokumentation auf rein digitale Dokumentation umgestellt. Dann natürlich ist es so, dass viele Dinge, die früher per Hand oder eben, ich weiß gar nicht, wie das sind, motorisch gemacht worden sind, Blutdruckmessen zum Beispiel, auch jetzt mit elektrischen Geräten geschehen. Wenn natürlich die Fehlermeldung kommt, dann muss man wissen, zumindest wer eine Ahnung haben könnte, was da los ist und wie man das wieder hinkriegt. Es nimmt immer mehr Platz ein. Genau, wir müssen ja Patientendaten noch 20 Jahre aufheben. Mein Name ist Peter Höhn und ich bin bei uns zuständig für die gesellschaftliche Verantwortung im Hause Samsung Electronics. Warum unterstützt Samsung denn die World Skills Germany? Zum einen sehen wir natürlich, dass sich die Berufe durch die Digitalisierung entsprechend verändern. Zum anderen geht es uns aber auch darum, dass wir die Bedeutung der Ausbildungsberufe und der beruflichen Qualifizierung in Deutschland noch mehr unterstützen wollen. Insbesondere sehen wir große Chancen durch die Digitalisierung, dass wir die Attraktivität der Ausbildungsberufe auch wieder erhöhen können. Inwiefern spielt Digitalisierung bei den Berufen, die wir hier sehen, eine Rolle? Wir sehen, dass die Digitalisierung im gesamten Leben eine sehr große Rolle spielt und deswegen setzen wir uns von Samsung für eine smarte Gesellschaft ein, in der die Leute selbstbestimmt und aufgeklärt mit digitalen Technologien umgehen und sie aber auch sinnvoll einsetzen. Und das haben wir auch jetzt hier heute beispielsweise bei den Neuroskills gesehen, dass Technologien sinnvoll als Werkzeug wirklich einen Mehrwert bieten können und so wirklich auch die Attraktivität der Ausbildungsberufe wieder erhöhen können. Vielen Dank. Falls ihr jetzt Lust habt, euch für so einen Wettbewerb auch mal zu bewerben, alle Infos dazu findet ihr unter worldskillsgermany.com. Dieses Event hat mich persönlich extrem fasziniert. Es ist einfach unglaublich, wie viele unterschiedliche Berufe es gibt und was für unglaublich talentierte Menschen die jeweils unterschiedlichen Ausbildungen hervorbringen. Eine solide Berufsausbildung ist der Schlüssel für eine gesicherte Zukunft, sowohl für jeden Einzelnen als auch für die gesamte Gesellschaft. Und digitale Kompetenzen sind nun mal heutzutage eine Voraussetzung für beruflichen Erfolg in fast allen Bereichen. Daher ist es extrem wichtig, dass diese digitalen Kompetenzen vermittelt werden. Das ist Teil der neuen Lernkultur, für die Samsung sich einsetzt und Impulse liefern möchte. Ich gehe hier auf jeden Fall mit einer Menge Respekt, Faszination und Bewunderung für diese unterschiedlichen Berufe und diese Talente in diesen Berufen hier raus. Aber bevor ich gehe, gucke ich mir auf jeden Fall noch einen Wettbewerb an.